Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand beim Trailrunning ist der Laufschuh. Ganz wichtig beim Laufschuh, man darf hier nicht sparen. Man soll die richtige Größe wählen, das heißt nicht mit der Zehe ganz vorne anstehen. Man sagt so ungefähr, einen Fingernagel soll man dazwischen noch hineinbekommen. Speziell wenn man runterläuft, schiebt es den Fuß ein bisschen nach vor. Und wenn man da schon von Haus aus ansteht, dann holt man sich blaue Zehennägel. Es gibt natürlich am Schuhmarkt 1000 verschiedene Schuhe und da kommt es darauf an, welcher Läufer seid ihr. Seid ihr jetzt eher der Ultraläufer, dann verwendet ihr einen Schuh, der hier ein bisschen weicheres Material hat, dass er eher ein angenehmer Schuh ist, mit dem man richtig lange Distanzen laufen kann. Und natürlich eine gute Dämpfung, dass man den Fuß stützt. Wenn man aber jetzt eher kürzere Läufe macht, sage ich mal bis zu 2 Stunden, ist es natürlich ganz wichtig, dadurch man schneller läuft, dass man einen stabilen Schuh hat. Das heißt, das sieht man hier schon, hier ist kein Meshmaterial, sondern hier wird der Fuß einfach viel mehr gestützt. Man hat viel weniger Dämpfung, das heißt, der Schuh ist viel direkter und härter zum Laufen. Das heißt, auch im technischen Gelände, wie jetzt zum Beispiel in einem Tenninggebirge, wo es ganz viele Steine gibt, kann man natürlich mit dem viel genauer laufen und präziser. Aber natürlich soll man das nicht unterschätzen, wenn man jetzt mit dem 5-6 Stunden läuft, dass man wahrscheinlich schneller Knieweh bekommt, Fußweh bekommt oder dass einen die Zehenschmerzen. Zum Trailrunning-Schuh gibt es noch zum Sagen, die Schuhbänder sind natürlich immer ganz wichtig, dass man die verstaut, dass man ja nicht irgendwo hängen bleibt. Und da gibt es natürlich verschiedene Systeme und man steckt da einfach die Schuhbänder vorne hinein. Wenn man das Gefühl hat, dass man beim Runterlaufen ein bisschen zum Schwimmen anfängt, bleibt es lieber stehen, bindet die Schuhe nochmal neu, dass ihr einfach einen besseren Halt habt. Kommen wir zur Sohle. Hier sehen wir eher ein grobes Profil, das heißt, wir haben einen sehr guten Grip. Dieser Schuh wird sich sehr gut eignen, wenn es ein bisschen rutschiger ist oder wenn man über Platten runterläuft, dass man einfach einen guten Grip braucht. Das heißt, eher bei Nässe. Wenn man aber jetzt bei trockenen Verhältnissen läuft, kann die Sohle ruhig ein bisschen glatter sein, dadurch wird der Schuh auch schneller. Aber natürlich, wenn man jetzt auf nasse Stellen kommt, rutscht man viel, viel schneller weg.